Yo, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen, freshen Video auf dem Tim und Timothy-Kanal. Hier auf YouTube abonnieren und ein Like da lassen auf jeden Fall. Wir haben heute zwei echt krass talentierte Rapper dabei. Außerdem noch Twizzy und Cassius Clay, die heute wieder eine neue Folge von Props oder Hops mit uns drehen. Oder lachst du gerade über den ältesten Joke, den es gibt? Folgendermaßen, wir haben hier jetzt noch drei Zettel, weil das ist die zweite Folge, die wir heute drehen, mit drei YouTubern drauf. Wir werden die ziehen und dann haben, da muss einer von den beiden die Person dissen, der andere muss sie loben. Wir haben 2 Minuten. Einer von denen kann in welcher Runde auch immer diesen Buzzer drücken. Dann verdoppelt sich die Zeit auf 4 Minuten, ja, wenn ich jetzt sage, boah, der ist so geil, den will ich tot loben, so, kann man drücken oder tot dissen natürlich auch. Bitte drückt den Buzzer erst, nachdem ihr den YouTuber wisst und ob ihr loben oder dissen müsst, ja. Genau. Nicht einfach random drücken, so. Guck. So, wir haben ja 3 YouTuber noch vorbereitet. Okay, sind. Oh, dann nehme ich den hier. Den, Mensch, was ist denn da los? Es ist... krank, aber den war natürlich... Warte noch kurz, ich hab mein Handy... Blazin' Daniel! Genau, Schnuck machen und dann dürft ihr entscheiden, ob ihr den Buzzer drückt oder nicht. Unentschieden. Oh nein, ich will nicht verlieren, ich will nicht verlieren! Was? Ja, Mann! Ich will ihn dissen! Blazin Daniel, Alter. Ich glaub, den kennst kann man du Blazin Daniel? Woher kennst du den? Ich glaube, KuchenTV hat mein Video gemacht, der lächerlichste Keck oder so, ne? Echt? Dass er den echt komplett hops genommen. Hab ich auch gesehen, ja. Der ist auch, glaube ich, ein bisschen von sich überzeugt, habe ich gehört. Hast du seine Animationen gesehen in diesem einen Genozid-Track? Ah, die waren krank. Da kommt von der Seite einfach ein ausgeschnittener Elefant rein, der wackelt und dann nach oben geht. Heftig. Dafür hat er sich aber auch nur 10 Minuten in den eigenen Instagram-Stories den Schwanz gelutscht. Mr. Hollywood, einer krank. Steven Spielberg kann einpacken an dieser Stelle. Hollywood ruft an. Ja, jo, hier ist der Walt Disney, Digga. Suchst du noch einen Job? Walt Disney, Bro. Was für gute Dinge? Gute Dinge an Blazin. Also ich würde sagen, ihr bietet viel Material für Memes. Das ist ja auch gut. Er hat mir, ich glaube, das Blazin-Video hat mir $2000 gebracht. Okay. Also auch das, ne, danke. Ich glaube, er kauft Klicks. Darf man auch, wenn man ihm das zwischendurch Props geben? Ich habe einmal Props kurz, ist okay. Ja, aber wenn du das, wenn du denkst, das ist dein Text, ey, dein Text. Ja, musst du halt wissen. Deine Lyrics. Du hast auf jeden Fall nur noch 15 Sekunden, ne? Das wird mich beeilen. Die Zeit läuft oder der goldene Buzzer kann noch gedrückt werden und könnt die Zeit verdoppeln, ne? Ja, das ist die Option ist immer. Nee, oh, das verschwende ich nicht, Digga. Und 5, 4, 3, 2, 1 und Ende. Wissen, wer fängt an? Es ist Twistmaster of Doom. Let's go, Bro. Okay, Blazin. Digga. Okay, ich versuch die Punchlines gegen dich kurz zu halten. Digga, du bist so Sonderschule durchgefallen, Alter. Digga, ich hab so richtig Bock, dich wegzuficken. Du bist so wack. Bei dir ist sogar ein One-Take-Video schlecht geschnitten, Alter. Ja. Real motherfucking talk, ohne zu stressen. Doch du hast bei Timo zu Hause deine eigenen Popel gefressen. Ich schwöre. Real talk. Digga, du bist sowas von Offbeat, ne? Aber jeder deiner engsten Freunde denkt sich, wow, wie derb dieser float. Ich schwöre, wäre ich du, dann wäre ich lieber tot. Aber safe, du bist relativ explizit. Ich meine, du Wack MC hast dich in 5 Minuten in deine Ex verliebt. Aber von den anderen Hatern hast du dich relativ gut abgegrenzt. Wenn du mich bei FaceTime noch einmal eine Ratte nennst, ich schwör, Digga, ich bin doch nur einer, der dir helfen will. Auch wenn ich dich diss, Props an dich, dann wäre ich du, hätte ich mich schon lange selbst gekillt. Okay, noch eine kleine Real Talk hier am Ende. Die letzten Worte deiner Oma am Krankenhausbett. Du Hurensohn, leg die Kamera weg, du Schwanz. Real Talk. Kannst du das mit dem Popel relaten? Bro. Ich weiß, die muss es gesehen haben, keine Ahnung, Mann. Ich bin nicht dabei, aber. Ich hab's mir mit meinen eigenen Augen gesehen. Ja, ich bin dabei, was soll ich machen? Da muss ich erzählen, wenn ich gesehen habe. Ja, seine eigene Popel ist halt übrigens ein besseres, wie heißt das? Immunsystem? Ja, genau. Das ist krass, ich bin nicht krank, also. So, Cash is gay. Ey, yo, Blazin Daniel, der disst irgend so ein Crack-Vibe, weil sie nicht zur Post geht für ihn. Ey, wie kann man so ein Keck sein? Du Drecksschwein. Real Talk, die Schlampe war noch nicht einmal geschlechtsreif. Doch was erwartet man von wem, der Gazastreifen mit S schreibt? Wie soll sich irgendjemand in den Dude da verlieben? Der ist weder cool noch ist er niedlich, doch denkt, dass er ein Superstar-MC ist. Der lädt Spotty hoch, doch besetzt Rechte für Promotion an den Beats nicht. Ey, wie Kuchen gerade gesagt hat, den zu loben ist echt schwierig. Ey, ich denke, das ist schon gay.
Spar dir die Antwort, die kommt eh nicht an, weil deine Bitches für dich ja nicht zur Post gehen. Hey, Cassius, ich spit ein 16er und check deine Mutter und sag am nächsten Morgen zu ihr das gleiche wie zu dir. Verpiss dich und lösch meine Nummer. Mir ist einmal nichts Positives eingefallen. Ich ziehe so, Digga, den nächsten YouTuber. Ich bin voll gespannt. Ich weiß es nicht. Apo. Nein, 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 du musst erst gucken, was du machst. Hör auf, Mann. Klick, Schlag, Schluck jetzt. So. Willst du dissen oder nicht? Du wirst unbedingt dissen. Unbedingt. Wird's geil? Ja. Wird's wirklich geil? Übertrieben. Gehst du unter die Gürtellinie? Ja, wenn ich darf. Dann okay, dann zieh durch. Werden die Punchlines nicht. Super. Auf jeden Fall 4 Minuten gegen ihn. Auf die Plätze. Okay, fertig. Ich guck kurz, ob Noah noch pennt. Nicht, dass er brennt. Oh, Red. Meinung? Boah, ich mag den auf jeden Fall, Mann. Ist auch ein cooler, sympathischer Typ. Ich glaube, der sagt auch selten die Unwahrheit. Also wenn der was sagt, dann weißt du, jo, das ist auch Real Talk ernst so. Also der hat, würdest du sagen, dass er noch nie gelogen hat? Der hat noch nie was gesagt, wo er nicht zu 100% sicher war, dass es auch wirklich so stimmt. Das rechne ich ihm wirklich hoch an. Wie sieht's aus bei euch? Wie läuft's? 4 Minuten Zeit? Die werden die Finger sich aber rundgetippt, ne? Ja, ne? Vor allem, warum schreibst du nicht am Mac? Weiß nicht, irgendwie gerade so. Wir haben übrigens ein neues Mikrofon. Wir haben jetzt 2 Folgen aufgenommen. Wenn der Ton scheiße ist, dann war es auch schon in der alten Folge. Dann entschuldigen wir uns natürlich dafür, aber es ist uns auch egal, Digga. Hauptsache Geld. Ey, man kann jetzt machen, man gibt sein Bestes so, aber wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Wir haben es locker 15 Minuten probiert oder so. Ja, guckt euch die Tracks von Blazin' Daniel an so. Der gibt ja auch sein Bestes so. Und das muss man ja auch dann anerkennen. Ja, eben. Auch wenn es halt komplett wack ist und scheiße und er es auch nicht checkt, aber trotzdem strengt er sich an. Genauso wie wir. Ja. Scheiße, wir sind quasi Blazin' Daniel. Ja, Mann, scheiße. Wie kann man sich selber so runterreden? Fuck, Digga. Okay, 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Red. Red, weil er rot wird, weil er lügt. So, okay. Verstehe, Bro. Yo, yo, Kuchen TV hat dich eigentlich vernichtet, aber eine Statistik, ach, ich bin wie du, scheiß auf die Statistik. Okay, wir sind alle nicht fehlerfrei. Ich dachte echt, nach eurem Live-Talk gibt's eine Schlägerei. Digga, du musst ApoRed auch mal ausreden lassen. Ich meinte, er hatte nur 99% von eurem Gesprächsanteil. Kuchen TVs Vorwürfe kann man kaum aushalten. Ey, deine Bewertung bei diesem ein Video, das war übelst gut. Wirklich gut und deshalb musstest du die Bewertung auch ausschalten. Doch deine Jura-Kenntnisse sind immerhin beträchtlich. Ey, 2 plus 2 ist 5. Keine Lüge. Ich habe mich nicht wissentlich verrechnet. Okay, Lügner. Alles Untermenschen. Wie Fußmatten. Props an ApoRed. Schick den kleinen Grußkarten. Mimi ist psychisch krank geworden. Gib dem ApoRed mal Props, psychologisches Gutachten, Alter. Ich frag mich ehrlich, was bei dir geht, du Bengel. Alter, wenn ich dich sehe, dann liebe ich Blazin' Daniel, Alter. Ich hoffe, aber Bruder, ich hoffe, die Geschworenen sprechen ihn nicht schuldig, den Armen. Und wenn doch, dann stimmst du sie bestimmt um mit ein paar Schultermassagen. Erstmal ganz kurz, ApoRed stimmt die Geschworenen um mit ein paar Schultermassagen, doch bevor das passiert, wird Zeit bei uns seine Schulden bezahlen. Oh. Ey, will ich unterhalten werden, guck ich Montana Black. Will ich gute Mucke hören, höre ich Carpi-Tracks. Will ich wichsen, guck ich Wieso zu, wie er Shane Rogue das Arschloch leckt. Und will ich Argumentation und Rhetorik, dann guck ich Videos von ApoRed. Unglaublich, dass der Bruder niemals Doppelmoral droppt. Und wie ausgefeilt er jeden Vorwurf kontert mit ey, selber oder doch. Und die Sneeper-Sammlung, Money läuft, YouTube regelt und fliegt. Und bei dir zu Hause riecht es großartig, nach Käsefabrik. Ey, wie krass kann man denn sein? Apo hat in seinen Pranks mit Leon den Zuschauern sogar die versteckte Kamera gezeigt. Und Apo sagt seit Wochen, dieser Mimi ist ein Peach, doch jedes Apo-Video klingt nur nach Mimi. Und ganz ehrlich, ja, das wollte ich dir noch kurz sagen, wenn wir beide gerade freestylen würden, würde ich dich locker fressen und wieder ausspucken. Das Einzige, was mir an deinem Apo-Part aufgefallen ist, du steckst so tief im Kuchens Arsch drin, du kannst aus deinem Mund wieder rausgucken. Retor. So, der letzte Name. Letzte Name, ey, du musst ziehen. Okay. Boah, mal gucken, ne, wer da jetzt steht. Geil, die Line, die war gut. Letzter YouTuber für diese Folge ist... Oh mein Gott. Mimi. Was passiert okay. Hier, Leute? Schnick, also. Schnack, schnuck. Ich will ihn loben. Mimi? Ist natürlich auch ein YouTuber. Kranker oder? YouTuber, ne? Ja. Der hat schon mal ein Video hochgeladen, glaube ich. Was macht er so für Videos? Zerstört gerade ApoRed immer mal wieder und Leon Mascher, ne? Da hat er sich so drauf eingeschossen. Das ist, einige machen Gaming, einige machen Beauty und er macht ApoRed und Leon Mascher. Ja, das ist sein Content. Der ist Optiker. Optiker? Ja, er hat jetzt Optiker. Denn er ist Ottiker.
Bro, die Rapper-Gene springen langsam über. Ansteckender als Corona. Jo Leute, das waren die 2 Minuten. Der Dissende darf anfangen, also Cash is Clay. Wow. Oh. Yeah. Ey, yo, Mimi, du Dreckslappen. Spaß, du hast bestimmt nur 3 Perspektivenaufnahmen von meinem ersten Mal auf deiner Festplatte. Aber Real Talk an der Stelle, du lächerliche Bitch. Was es nicht alles auf Mimis Festplatte so gibt? Du warst doch damals cool mit jedem, Bruder. Ärger gab es nicht. Doch du antizipierst vorausschauend wie eine lächerliche Bitch. Jemand könnte dich mal ficken. Darum denkt er sich für sich. Besser auch über aktuelle Freunde Material sammeln. Wie gefickt dein Selbstbewusstsein ist. Ich meine, stellt euch das mal vor. Gegen wen der jetzt gerade mit dir ist, Material sammeln. Auch ohne Stress. Falls es später welchen gibt. Ich führe Freundschaften aus Liebe. Mimi führt sie wie eine ekelhafte Bitch. Seine Jungs denken an ihn, währenddessen denkt er nur an sich. Sammelt seit Jahren Material gegen seine Freunde, sodass er es später an ihren Drücken wie ein Messer damit fickt. Also scheiß auf Leon, Apo oder Twizzy, Mimi. Sag mir ehrlich, wer ist hier die Snitch? Oh. Hey, Süße. Mimi. Deine YouTube-Videos, richtiger Overkill. Denn wenn ich deine Clips sehe, denke ich mir, boah, das ist krasser als ein Christopher Nolan-Film. Ey, in deinen ganzen Beef-Stories bist du sowas von krass in das Battle gekommen. Ich meine, während du ApoRats Mutter fickt, sagt sie, ey, nenn mich bitte Detektiv Conan. Junge, du musst die Leute in den Suizid treiben. Mann, da geht doch noch mehr. Oder warum lebt noch dieser Leon-Maschine? Ey, aber deine depressive Freundin, die hast du recht gut aufgepäppelt. Ich meine, damit sie sich nicht verläuft, da hat er sie sogar an den Baum gefesselt. Ja, ich habe dir zugehört. Du beobachtest uns alle über Google Earth. Letztens hatte ich dich am Telefon. Ich dachte mir so, Leon Mascher, er ist tot, ich hatte krasse Emotionen. Denn Mimi bildet den Gegenpol. Denn seit er Leute wie Leon Mascher und ApoRed fickt, supporte ich ihn im Fernsehen, denn er chartet die Mimi-Playback-Show. So, meine Freunde, das war die Folge für heute. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal an Cassius Clay und Twizzy. Wir haben noch eine geile Ankündigung, und zwar könnt ihr das Album von Cassius Clay vorbestellen. Das kommt am 5.2. mit dem Namen Access, ist ganz oben in der Beschreibung. Und wir haben sogar noch ein kleines Gewinnspiel für euch, meine Freunde. Yeah, denn unter den beiden Folgen, die wir jetzt gedreht haben, unter beiden Videos verlose ich jeweils eine Access-Box für jeden, der mit dem Hashtag Props oder Props oder Hops. Und zwar verlose ich unter jedem, der entweder mir oder Twizzy oder auch KuchenTV oder Timo ein Bild von der Bestellung der Accessbox schickt mit dem Hashtag Props oder Hops. Eine Accessbox, die Auflösung machen wir hier, wenn wir die nächste Folge drehen, oder? Ja, klingt gut. Wunderbar. Yo, genau so, Leute. Und ich habe hier noch ein 100 Bars A Cappella gegen Blazen. Okay, vielleicht. Stellt euch Access vor, liked das Video, guckt euch die anderen Folgen an. Mehr wird kommen, außer wir zerstreiten uns morgen, dann wird Mimi davon Material auf der Festplatte haben. Liked das Video, abonniert den Kanal, bis dann. Okay, thanks, bye.